Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Fallout 4, wo wir uns heute mal wieder den Hauptquests, wenn ich das richtig verstehe, ein wenig widmen können. Juwel des Commonwealths. Ich hoffe nämlich, offen gesagt, dass ich hier so langsam mal Händler finde. Ich bin zu blöd gerade. Ich habe übrigens die Dingensfarbe ein bisschen angepasst, habt ihr vielleicht gemerkt, weil Rot einfach zu dunkel ist und man erkennt auch die Items nicht so gut. Dafür habe ich das Hut jetzt noch ein bisschen dunkler gemacht. Ah ja, stimmt. Und der Freund hier, der Preston Garvey, der kommt ja jetzt mit uns mit quasi. Das ist fein. Oh, wir müssen jetzt bis nach ganz hier hinten. Ist das euer Ernst? Diamond City ist ja am Arsch der Welt. Du heiliger Fuchsbau. Wir gehen mal zu der Fertigungsbau-Dingensbummens, weil von da aus ist es nicht mehr so weit und ich hoffe wirklich, dass wir mal auf Händler endlich stoßen. Denn mein Inventar ist ja mal brechend voll. Ich will endlich mal ein bisschen Asche haben, ein bisschen mal Platz kriegen hier. Vielleicht die ein oder andere Waffe mal wieder kaufen, irgendwie sowas. Vielleicht sogar mal tolle Ausrüstung, was weiß ich, es gibt noch so viel, was ich hier tun möchte. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Mensch. So, Preston. Gib mir deine Brust, ich brauche Muttermilch. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Munition für unsere Knarre haben wir noch genug. Und wir gehen ja auch relativ in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Genau. Gut. Mein guter alter Preston, wo bist denn du? Da bist du. Sieh dich genau um, man weiß nie, wo irgendwas ist, das wir gebrauchen können. Hier oben zum Beispiel könnte doch was Nützliches verborgen sein. Abfallentsorgung, Jailbird Brothers gefunden. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ach, wir geben ein bisschen Radioaktivität, komm schon hier, Nuka-Cola gibt's. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Entschuldige bitte. Ich wusste es. Au! Fleisch. Oh, der hat Kronkorken gefuttert. Ich nehme mal das ganze Fleisch hier mit. Das könnte man nämlich eventuell gut gebrauchen. Kronkorken, das hier, improvisierte Revolverpistole. Hm. Ein bisschen Platz sollte ich haben. Braune Lumpen der Kinder von Atom, WTF. Das Bodensafe. Krieg ich nicht auf. Das Ding mal damit. Kann ich nicht hacken. Ich kann weder das eine noch das andere. Schönen Dank auch, hier sind überall radioaktive Fässer. Besten Dank dafür, du Sau. Hier ist noch was Totes. Gut. Sind wir hier erstmal fertig? Wir gehen mal weiter. Oh, diese Radioaktivität, da müsste ich langsam mal wieder was gegen tun. Begonnen, Feuerunterstützung. Hol dir Militärfrequenzer A, Dingensbummens ran. Warum das? Hören tue ich da ja eh nichts. Ich habe ja Radio aus. Begib dich zum Polizeirevier. Ja, da habe ich aber gerade überhaupt keine Zeit für. Ich muss nämlich ein bisschen Radioaktivität erstmal loswerden. So, Freunde. Oh, Radioaktivität habe ich aber immer noch ganz schön. Aber ich kann mich jetzt auch nicht drum kümmern, Mensch. Ich habe anderes zu tun. Ich brauche einen verdammten Händler. So. Weil mein Inventar ist krass am Überlaufen. Ich habe ja jetzt auch schon bei uns in der Stadt den einen Typ ist total zugemüllt mit allen möglichen Gegenständen. Aber ein richtiger Händler war das halt nicht, ne? Hier sind überall Häuser, die würde ich so gerne untersuchen. Mache ich jetzt auch. Sieht mir nur nicht danach aus, als ob ich hier irgendwo Händler finden würde. Der gehört mir.
LOL! Was ging jetzt ab? Mich hat's voll verkrüppelt. Boah, ich habe keinen Redaway mehr. Das ist nicht gut. Hier müssen wir aufpassen. Hier lag eiskalt eine Mine. Meine Fresse, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ich habe die gar nicht gesehen. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Wo sind die denn? Ich weiß gar nicht, wo und warum. Wir schaffen das. Kronkorken erstmal gesammelt hier. Halleluja! Minuteman for the win! Vorkriegsgeld nehme ich mal mit. Kronkorken, Kronkorken. Kronkorken, Patronen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug brauche, ich glaube nicht. Menge wilder Ghule durch die Raider gekämpft haben. Leid tun sie mir nicht unbedingt. An mir auch nicht. Sollen die sich ruhig gegenseitig unter Beschuss nehmen? Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Vor allem, wenn ich meine scheiß Lebensenergie schon wieder sehe. Diese Schweine. So, bitteschön. Alles für die Radioaktivität. Gibt's hier was, was ich brauche? Hab's geschafft. Geschafft. Patronen nehme ich mit. Pistole lasse ich hier. Hier geht's runter in die Metro. Boah, überall wilde Ghule. Oh shit! Ich hasse euch, ihr wilden Ghule. Ist ja gut. Mach was, das Ding lebt. Patrone? Nee. Kronkorken immer gern. Oh, wir liegen hier schon wieder rum. Blöder Hund. Ja, das ist auch schon wieder alles Rüstungszeug. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Ich will aber auch gerade nicht nachgucken. Ich habe nämlich echt überhaupt keinen Platz. Ich brauche irgendjemanden, der mit mir handelt. Verschwinde, du. Wie? Ich habe voll daneben gehauen. Du Sau! Oh, Kaffeetasse. Ein Wahnsinn. Hier liegen aber auch ein Haufen Viecher rum. Meine Fresse. Och man, ich sehe die nie. Ich werde sie finden. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Früher konnte man die... Da ist eine. Hoi. Scheint, als wären sie weg. Da muss man richtig aufpassen. Hier liegen überall solche scheiß Minen rum, mein Freund. Behalt schön alles im Auge. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Wir gehen hier mal vorsichtig nach oben. Was bist du? Eine Bierflasche, na? Schönen Dank. Was bist du? Was willst du damit? Nach dir werfen, wenn du so blöde Fragen stellst. Ich nehme mit, was ich will.
Es sah lustig aus, hatte einen Namen, also stecke ich es ein. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Kronkorkenvorrat. Ein paar Patrönchen. Ja. Das nennt man einen modernen Aufzug, Freunde. Schneller konnten wir jetzt nicht nach unten kommen. Da, was drücke ich denn? So. Okay, okay. Oh, eine Golduhr, die ist doch bestimmt was wert. Ich habe so langsam die Schnauze davon voll, immer auf die Fresse zu kriegen. Mach sofort auf den Kasten, was ist hier drin? Ein Level up, na das kann man doch auch mal gebrauchen. Ja, das war jetzt spannend. Hier wird richtig hart geschossen, Mensch. Das ist geistig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie mir gerade geschieht. Ich suche nur Händler. Aber dafür bräuchte ich die Siedlungen, die mit mir handeln wollen. Meine eigene will es nicht irgendwie. Vielleicht muss die erst noch ein bisschen wachsen. Das kann durchaus sein. Geh jetzt mal hier hinten lang. College-Verwaltung. Also hier gibt es wirklich so viel zu entdecken. So viele kleine Ortschaften und so weiter. Oh, hier ist irgendwas mit einer Rakete. Ah, hier geht's rein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier rein will. Ich will erstmal zu unserem... Was das sein? Hab den Supermutanten angegriffen. Scheiße, ich hab I nicht gefunden auf der Scheiß-Tastatur. Glaubt das? Ich wollte ins Inventar, aber ich hab das I einfach nicht gefunden. Ist das ein Wahnsinn? Dieses Scheiß-I war so hinterm Mikro versteckt. Ich hab's einfach nicht gefunden und konnte deshalb nichts tun. Es tut mir so leid. Und jetzt sind wir eiskalt wieder hier. Ist das euer Ernst? Ach kommt, leckt euch doch selber am Hintern. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was brauchen die denn? Die haben ja nicht mal Schutz hier. Dekoration, Energie, wie wär's denn mal mit Schutz? Wachposten, Geschütztürme wären nochmal was. Ich habe auch eigentlich genug da. Hallo Gärtnerei. Also die Brücke ist schon mal ein gefährdeter Punkt. Also an der Brücke sollten wir schon mal was zum Feuern parat stellen. So. Also Schutz haben wir doch schon mal. Jetzt haben wir kein Öl mehr, aber wenigstens haben wir ein bisschen Schutz. Weil die dürften ja eigentlich alles schön unter Beschuss nehmen, was uns von dieser Seite aus attackieren will. Aber mit den Händlern, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Ich meine, haben wir hier niemanden, mit dem wir ein bisschen handeln können? Ich habe noch nicht einen einzigen Händler gefunden. In diesem Spiel, soweit ich mich erinnere. Nicht einen einzigen. Und ich weiß auch nicht, wie ich an den Händler rankommen soll. Einfach eine gute Stelle und pflanz, was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich habe nichts, was ich pflanzen könnte, Kollege.
alles, was ich eigentlich benötige, ist jemand, der handelt. Was machst du hier? Cotsworth. Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Vielleicht. Mal sehen. Das werden wir bestimmt. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Sir. Nein, jetzt nicht. Nun gut. Ich brauche dich erstmal nicht, mein Robo-Freund. Ich habe hier meinen Kollegen dabei. Aber ich bin wirklich so ein bisschen überfordert, wie wir das mit dem Handeln machen sollen. Wir bräuchten wahrscheinlich solche Handelsbuden hier, wie wir bauen können. Kleinen Moment, ich mache mal das Dingens auf. Weil wir können ja hier Läden bauen. Ah. Okay, und wie sollen wir jetzt den Laden hier bauen? Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Ja, das will ich ja aber eigentlich nicht. Ich habe hier selber... benötigt Leute. Ach, benötigt Rang 2. Wir sind aber von der Größe her noch nicht auf einen neuen Rang. Verstehe. Das bedeutet, wir sollten uns vielleicht doch ein bisschen mit drum kümmern, dass wir ein bisschen Ausbau betreiben in unserer Stadt. Und allgemein mal weiter aufräumen, aber eigentlich wollte ich ja ein bisschen umherziehen. Weil ich dachte mir, vielleicht finden wir ja in der komischen Stadt endlich mal was, was wir brauchen, aber aktuell nicht. Also kümmern wir uns doch wohl lieber erstmal ein bisschen noch um die Stadt, räumen noch ein bisschen auf. Was liegt denn hier? Ich nehme das erstmal mit. Weil hier gibt es ja wirklich noch ziemlich viel, was wir auch aufräumen müssen. Bisschen Platz schaffen und so weiter. Hier liegt auch noch Haufen Schrott rum. So. Ich weiß nicht, das sieht ja eigentlich sogar ganz lustig aus. Alte kaputte Schaufel. Kann ich dich verwerten? Nee, leider nicht. Was sind das? Nichts weiter, womit ich was anfangen könnte. Die baut hier wahrscheinlich selber was an. Oh, guck mal, hier haben wir noch Holz. Was liegt hier rum? Reifen auf der Straße. Altes, kaputtes Dreirad. Gut, also... wir müssen quasi Häuser ausbauen, um Platz zu kriegen. Und wir müssen allgemein hier ein bisschen Ordnung schaffen. Das ist jetzt aktuell die nächste Aufgabe. Ich will meine Stadt jetzt doch ein bisschen wachsen lassen. Also zunächst kümmern wir uns darum. Ich würde sagen, wir fangen hier in dem Haus an. Mit der Aufräumerei erstmal. Wir machen hier erstmal alles weg. Wir schaffen Platz. Und zwar nicht... oh, Alter, wie so ein Zombie macht das nochmal und ich schrei. Das hier ist eigentlich eine ganz schöne Ecke. Ich glaube, die lassen wir, wie sie ist. Kann ich das hier wegmachen? Das sieht blöd aus. Die Lampe kann mal bleiben. Wie sieht es denn hier aus? Dich kann ich nicht verwerten. Dich verwerte ich mal.
Nein. Wieso kann ich denn nichts anderes mehr bauen? Bin ich jetzt blöd? Ich will doch überhaupt keine Dingens. Ah, jetzt klappt's. Gut, wir brauchen Möbel. Betten, ganz wichtig. Ein paar ordentliche sollten es schon sein. Bett gebaut. Das hier ist das Bad. Hier brauchen wir keins drinne. Okay, da haben wir hier schon mal ein Bett hingebaut. Wie sieht es denn in den anderen Hütten aus mit Betten? Wir bräuchten ein bisschen mehr Futter. Das sieht wirklich schlimm aus bei uns. Und hier müsste mal einer aufräumen. Und zwar sowas von heftigst. Aber wisst ihr was? Wir machen hier fürs erste Schluss und beim nächsten Mal räumen wir weiter auf. Wie wär's damit? Macht's gut, Leute.